Liebe Trader, schönen guten Abend. Heute am 1. August 2018, Tag der Umsetzung der Ninja Trader, unsere Orderflow Plus Tools, die eben Premium-Funktionen beinhalten für alle Kunden, die die Lifetime-Lizenz von Ninja Trader gekauft haben. Also das ist eine Besonderheit bei uns, bei Ninja Trader selbst. In der Vergangenheit hatten wir alle Funktionalitäten immer freigeschalten, auch auf der Demo. Das ist jetzt, seit wir Orderflow Plus haben, nicht mehr der Fall. Wenn ein Kunde unsere Plattform kauft, hat er diese Tools kostenlos mit zusätzlich mit drinnen, was die Frage später kommen sollte. Also wie gesagt, diese Funktionalitäten sind nur in der Vollversion verfügbar. Wenn ihr euch für Ninja Trader interessiert, ihr könnt eine Demo nutzen im Futures-Bereich, aber auch im Forex- und CFD-Bereich, und diese sind kostenlos. Auch die Plattformbenutzung, die ist immer kostenlos. Also ihr könnt beispielsweise komplett frei und ohne Kosten beispielsweise auch Aktien end of day, also auf Tagesschlussbasis, auch analysieren. Ansonsten empfehle ich euch die Futures-Demo, die läuft 14 Tage, kann aber verlängert werden. Forex- und CFD-Demos laufen aber unbegrenzt. Und solltet ihr Interesse haben, Ninja Trader zu kaufen oder zu mieten, bitte nutzt das oder fragt uns, wenn ihr hier offene Punkte habt. Und natürlich, unsere Brokerage-Variante hat auch hier einige Vorteile gegenüber Mitbewerbern, da das Ganze eben sehr, sehr, dadurch hier sehr, sehr günstige Konditionen eben erhältst. Wie immer brauche ich hier diesen Risikodisclaimer, dass eben der Handel mit Finanzprodukten, mit Futures, Forex, CFDs, aber auch Aktien eben ein hohes Risiko mit sich bringt und nicht für jeden Investor geeignet ist. Man kann möglicherweise mehr verlieren, als das Kapital auf dem Konto ist. Ja, das ist jetzt im Futures-Bereich der Fall. Also im Futures-Bereich hast du immer eine Nachschusspflicht. Wir werden heute auch in diesem Webinar rein über Futures sprechen, nicht über Forex, nicht über CFDs. Aus diesem Grund bitte bedenkt hier, wenn ihr euch für den Future-Handel interessiert, ihr habt hier eine Nachschusspflicht, den ihr, wie gesagt, ab spätestens ab heute, dem 1.8.2018, im Forex-CFD-Bereich nicht mehr habt. Wichtig ist, der Handel sollte nur mit Risikokapital stattfinden. Und im Endeffekt ist Risikokapital Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung auf euer Leben ergibt. Und für Leute, die systematisch handeln oder einen Track Record haben, als Beispiel über die letzten Monate, Jahre, wie auch immer, es gibt keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist jetzt hier schon, kommen schon ein paar Fragen von Erik als Beispiel. Wirkt sich die erstmal auf Futures aus? Nein, meines Wissens nicht. ESMA bezieht sich im Grunde auf Forex Broker, auf CFD Broker und hat eine große Auswirkung beispielsweise auf die Hebelwirkung. Also hier würden massiv die Hebel eben heruntergefahren. Also die Broker können euch nicht mehr einen Hebel geben von 500 zu 1, 1000 zu 1, wie auch immer. Aber auch digitale Optionen beispielsweise, das ist gerade ein sehr, sehr guter Schritt, wurden eben jetzt verboten. Also hier Frage von Erik, ESMA auf Futures Auswirkung? Nein. Auch eine weitere Frage von Erik, gehe gleich darauf ein: Wenn man von Ninja Trader 7 Lifetime auf Ninja Trader 8 upgradet und dann doch wieder Ninja Trader 7 nutzen möchte, lässt sich das machen? Klar, du kaufst Ninja Trader einmal, du kannst Ninja Trader 7 nutzen, Ninja Trader 8 nutzen, wie du willst. Persönlich, ehrlich gesagt, habe ich jetzt seit einigen, ich denke mal 2 Jahren, also nur noch Ninja Trader 8 laufen, 7 gar nicht mehr. Aber wie gesagt, es gibt noch einige Kunden, die auf 7 schwören und Ninja Trader 7 schwören, und daher eben auch nutzt das, was euch am besten zusagt. Letzte Frage von Erik war dann, ob es Grenzen gibt bei der Nachschusspflicht, bezieht sich auch wieder auf diese ESMA-Entscheidung. Im Futures-Bereich bei der Nachschusspflicht gibt es keine Grenzen, weil du bist ein aktiver Marktteilnehmer, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was wir hier analysieren, worüber wir heute sprechen werden, ist der Handel im Futures-Markt. Du bist im Futures-Bereich ein Marktteilnehmer wie jeder andere auch. Du hast Rechte, hast Pflichten, und diese Rechte und Pflichten hat jeder Marktteilnehmer. Sei es jetzt ein großer Hedgefonds, sei es jetzt, ich nehme mich als Beispiel, als super kleiner Trader, der vielleicht einen Kontrakt handelt, oder ein Trader, der vielleicht mehrere hundert oder tausend Kontrakte handelt. Um das geht es heute. Im Grunde, wir reden über Futures, wir reden über Märkte, die zentralisiert sind. Was meine ich damit? Der Handel im Futures-Bereich findet an einer Börse statt, sei es jetzt das Globex-Handelssystem, also das steht für Global Exchange, das ist in Chicago, glaube ich, in Aurora sind hier die größeren Datenzentren, oder eben an der Eurex, wo eben der Handel beispielsweise in Frankfurt, an der Frankfurter Börse,
darüber stattfindet. Sprich, wir reden über Börsen, sprich alle Marktteilnehmer treffen sich an einem Platz und handeln dort miteinander. Währenddessen beispielsweise, wenn wir über Forex CFD sprechen, war das ein dezentralisierter Markt. Hier hatte jeder Broker andere Handelsbedingungen, unterschiedliche Spreads, unterschiedliche Gebühren. Alexander hat den Punkt, ist die Auswertung der selbstprogrammierten Strategie genauer geworden, sprich tippgenau. Vielleicht kannst du, du kannst das mit, okay, das ist ein guter Punkt. Alexander hat eine Frage, die sich auf die Auswertung von vollautomatisierten Strategien bezieht. Da hat sich einiges getan zwischen NinjaTrader 7 und NinjaTrader 8. Und du kannst die Granularität, also sprich die Genauigkeit im Backtest auch einstellen. Ja? Also wir haben jetzt, also, und das ist die ehrliche Antwort jetzt dazu, du wirst ein Backtest, ist im NinjaTrader meines Erachtens sehr genau. Du kannst, wenn du auf Nummer sicher gehst, auf alle Fälle auch Slippage, also potenziell schlechtere Ausführungen mit einbeziehen in die Orderausführung, in den Backtest. Aber du kannst eben mittlerweile die, du kannst auf alle Fälle in den Strategien auch die Auflösung eben auch einstellen. Sprich, das Ganze wird auf, ist auf alle Fälle NinjaTrader 8 verglichen zu NinjaTrader 7 noch deutlich genauer geworden. Okay. Jetzt hier unsere neuen Orderflow Tools im, oder Orderflow Plus Tools. Im Grunde ist, stellt sich die Frage, was das ist. Und im Grunde ist diese Order Plus, Orderflow Plus Premium Suite, nennt man das, also die, ich würde mal sagen, eine Premium Toolbox, haben wir eben, wie ich vorher erwähnt habe, für unsere Lifetime-Kunden, unsere alten Lifetime-Kunden, aber auch für neue Lifetime-Kunden eben herausgegeben. Im Grunde ist das eine, ist eben, sind diese Tools exklusiv für die Lifetime-Holder oder Lifetime-Besitzer. Und im Grunde ist der Hintergedanke, wir möchten unseren Kunden einen tieferen Einblick geben in das Marktgeschehen. Ich persönlich habe dazu ein bisschen einen zwiespältigen Blick. Ich denke, jeder Tick, jeden Tick zu analysieren im diskretionären Handel ist vielleicht, man mag da vielleicht ein bisschen damit überfordert sein. Trotzdem, wie gesagt, die Nachfrage speziell nach diesen Tools ist extrem groß. Und aus diesem Grund haben wir die jetzt auch rausgebracht. Das Ganze, ich hoffe, der Hund ist es nicht zu hören, das Ganze ist auf alle, oder das Ganze basiert, wie ich vorher erwähnt habe, eben auf dem Handel im Futures-Bereich. Und im Grunde ist es so, woher kommt das? Das ist jetzt hier, fange ich einen Schritt zurück und zeige euch mal hier unsere Times- und Sales-Liste, die im Grunde die Basis ist für, würde man sagen, für vieles oder für alles, was wir hier im Endeffekt entwickeln. Die Times- und Sales-Liste ist ein alter Klassiker, ja, das ist jetzt nichts Neues. Aber im Grunde ist es so, man konnte aus den Times und Sales eben sehen, also die Zeit und dann eben den Kauf und Verkauf von oder den Kauf oder Verkauf von gewissen Anzahl von Kontrakten, also von der Handels, vom Börsenhandel eben, der eben stattfindet. Im Grunde greifen viele Tools eben das hier auf, was eben hier in dieser Times und Sales Liste vor sich geht. Manche von euch haben vielleicht das Orderbuch vom NinjaTrader und wir nennen den, das Ganze Superdome schon gesehen, vielleicht manche arbeiten auch damit, manche von euch möchten und mögen auch vielleicht mit dieser Times- und Sales-Liste arbeiten. Fakt ist, also zum Hintergrund, vieles, was hier eben dieser Times- und Sales-Liste vonstatten geht, ist auch eben oder basiert eben auf dieser Times- und Sales-Liste. Okay, das ist der Hintergrund und ich möchte jetzt heute mit euch oder mal diese Premium-Tools, die wir haben, eben mit euch durchgehen. Also das sind einige Tools, jetzt heute bzw. gestern Abend wurde dann auch unsere R15, wir nennen es, es ist ein Release, also die Version 15 von NinjaTrader 8 wurde herausgebracht. Da wird heute auch nochmal die Version 15.1 nachkommen. Die hat jetzt hier beispielsweise diese Orderflow, unser Orderflow Volume Profile mit inkludiert. Das ist ganz neu. Also wenn ihr beispielsweise noch eine ältere Version installiert habt, 14 beispielsweise, dann ist das noch nicht drinnen. Dieses Orderflow Plus Paket von uns, das hat mehrere Dinge, mehrere Premium-Indikatoren inkludiert und da unter anderem die Volumetric Bars und die Volumetric Bars, damit meinen wir den sogenannten Footprint Chart Stil. Ja, gehe ich später noch darauf ein, aber das ist ein Punkt, der da inkludiert ist. Dann sehen wir, ist auch noch inkludiert diese Market Depth Map. Die seht ihr hier links im Chart dann, diese grauen Schattierungen. Der Hintergrund, den ihr hier seht, das ist also das ist ein E-Mini-S&P in einer 1-Sekunden-Darstellung, habe ich aus diesem Grund gewählt, dass wir hier ein bisschen mehr Action haben.
Dann haben wir hier auch noch in diesen Order Flow Plus Tools drin den sogenannten Trade Detector. Trade Detector spürt Trades auf, hochvolumige Trades auf, die ihr aber selbst definieren könnt. Ja, ihr seht in dem rechten unteren Chart, seht ihr auch einen FDAX-Chart vom heutigen Tag, sichtbar ab, sage ich mal, 3 Uhr nachmittags. Zu diesem Zeitpunkt sind dann die Amis dann ein bisschen aktiver geworden und ihr seht dann solche, wir nennen das Spheres. Das sind so diese Kugeln. Ja. Ihr seht da grüne, so türkisgrüne und so kleine rötliche Kugeln. Und diese Kügelchen zeigen in diesem Fall eine gewisse Block-Trade-Aktivität an, die ich eben nach meinen Wünschen eben definiert habe. Ein weiteres Tool ist dieses Cumulative Delta. Ist eine interessante Geschichte, da werde ich später nochmal darauf eingehen. Im Grunde ist es so, das Cumulative Delta zeigt dir diese Kauf-, den Verkaufs- und Kaufdruck an und setzt das Ganze in Relation und macht daraus, einfach ausgedrückt, mal einen Candlestick-Chart. Zeige ich euch später. Und dann haben wir noch eins meiner Lieblingstools, das ist der Volume-Weighted Average Price, kurz ausgedrückt ist der VWAP, der im Grunde versucht, durch seine Standardabweichungen mögliche Unterstützungszonen oder Auffangzonen für Märkte eben herauszufinden. Es kam jetzt eine Frage von Ingo, den ich sehe ihn auch noch tippen. Kann ich den Markt und Depth, die Markt- und Depth-Einstellungen und die Bubbles einstellen, sodass ich beispielsweise erst ab einer gewissen Anzahl von Kontrakten sehe? Klar, gehe ich jetzt dann gleich drauf ein. Ich überlege jetzt gerade, mit was ich starte. Ich denke mal, ich fange jetzt mal an mit unserem neuesten Tool, weil ich es ehrlich gesagt am spannendsten finde, mit unserem Order Flow Volume Profile. Wie gesagt, ganz neu. Ich muss sagen, ich stehe voll drauf. Order Flow Volume Profile oder das Volume Profile ist für mich ehrlich gesagt jetzt nichts Neues, kenne ich jetzt seit Jahren. Bloß im Grunde habe ich jetzt nicht erwartet, dass man hier so ein geiles Tool bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus dem Grund freut es mich sehr. Order Flow Volume Profile ist ein Indikator, wie vorher schon erwähnt. Also den könnt ihr eben via Rechtsklick im Chart, könnt ihr diesen Indikator aufrufen oder eben hier in diesen oberen Punkten seht ihr diese Schnelltasten. Das wäre die dritte Schnelltaste von rechts bei diesen Buttons. Ja. Geht ihr jetzt hier mal drauf, dann geht das Indikatorenfenster auf und da könnt ihr das Ganze auch eben aufrufen. Die ganzen Order Flow Indikatoren, die sind zu sehen unter dem Punkt O, logischerweise, also Order Flow, und dann sehen wir hier diese Tools aufgelistet. Bitte seid nicht verwundert, hier fehlt ein Tool, und das habe ich vorher angesprochen, diese sogenannten Volumetric Bars, die sind anders aufzurufen. Gehe ich dann später noch darauf ein, also bitte hier nicht wundern. Ich möchte euch hier kurz mal diese Einstellungen zeigen und dann euch ein paar Beispiele bringen, was denn unser Volume Profile kann. Unser Volume Profile hat die Möglichkeit, im generellen Sinn erstmal eine Volumendarstellung zu machen, aber auch eine tickgenaue Volumendarstellung und eine anhand des Preises. Die unterscheiden sich ein bisschen. Ich werde die nicht jetzt einzeln aufrufen, weil hier Tickdaten geladen werden. Offen gesagt, ich möchte, dass ihr das daheim macht und euch vielleicht hier ein bisschen spielt. Der Hintergrund ist der und ist auch sehr, sehr wichtig. Sobald ihr mit Volumen Analysen arbeitet, braucht ihr gute Daten. Also ich empfehle euch hier im Futures-Bereich wirklich unsere Continuum-Daten, die herausragend gut sind, meines Erachtens, und die historischen Daten sind auch sehr, sehr gut. Mit Ninja Trader Brokerage bekommt ihr als Beispiel ein Jahr zurück historische Tickdaten für die meisten Instrumente kostenlos. Also daher ist eine ganz gute Geschichte. Ich möchte heute ein bisschen dieses Thema Volume Profile eben anreißen. Display-Modus, ganz eine coole Sache, finde ich. Standardmäßig schaut ja ein Volume-Profile, eine Volume-Profile-Darstellung so aus. Ja, du hast im Grunde einen vom Vortag, ja, ich bleibe jetzt hier mal gestern, man hat vom Vortag den Punkt mit dem meisten Handelsvolumen. Das ist jetzt hier dieser gelbe Strich, den ihr seht. Dieser gelbe Strich nennt man POC, Point of Control. Also hier war die meiste Übereinstimmung der Trader und ist im Grunde ja, der Punkt, an dem der am fairsten für die Händler betrachtet worden ist. Ja, und hier fand eben der meiste Handel auf diesem Preisniveau an diesem Tag statt. Ist ein Klassiker und außenrum seht ihr im Endeffekt die 68% des gehandelten Volumens, das nennt man Value Area. Ist jetzt hier auch mit gestrichelten Linien dargestellt. Ihr seht es dann gestern am 31. Juli eben
2822, 75 war das Value Area High, sagt man hier in der Fachsprache, und das Value Area Low war dann bei der 2813, 25. Ihr seht das dann hier schattiert, bisschen stärker schattiert, sage ich mal, in dem dunkleren Blau. Außenrum sind dann die Zonen, die eben außerhalb dieser Value Area sind und eben zumindest an diesem Tag auf weniger Übereinstimmung der Marktteilnehmer gestoßen ist. POC, Volume Profile, ist offen gesagt ein Thema, das glaube ich, das man kennen muss und offen gesagt bei jedem Trader auf alle Fälle, jeder professionelle Händler, glaube ich, hat das zumindest meines Erachtens oder meinem Kenntnisstand nach auf dem Schirm. Wir haben dann unterhalb noch eins eingebaut, einen kleinen Zusatzsache, also eine kleine Zusatzinformation. Ihr seht hier, das ist Summenzeichen. Unterhalb von jedem Volumenprofil in grün dargestellt, seht ihr im Endeffekt Summe. Dann seht ihr hier eine Zahl, also im Endeffekt hier am 31. Juli war das 1303k und dann slash 25. Und das bedeutet Folgendes: Wir hatten an diesem Handelstag in diesem Markt ein komplettes Handelsvolumen von 1,303 Millionen Kontrakte bei einer Volatilität von 25 Punkten. Ich denke, ist eine nette Information. Man bekommt hier auf einen Blick, denke ich mal, relativ viel zu sehen. Man bekommt einen Eindruck, wie viel gehandelt worden ist. Man bekommt aber auch gleich auf einen Blick, okay, wie weit war denn hier, wie groß war denn hier die Bewegung. Und ganz interessant, wenn wir bei diesem Bildschirm mal bleiben, sieht man beispielsweise am 27. Juli, sieht man hier diesen Abverkauf, ja, wo man meint, okay, das ist eine Riesenbewegung, war jetzt in diesem Fall doch natürlich deutlich größer, 38,25 Punkte war die Bewegung, aber Volumen war jetzt hier nicht wirklich weit größer, 1,453 Millionen Kontrakte wurden dann am 27. Juli gehandelt. Auf alle Fälle meines Erachtens eine interessante Information, klare, definiertes Volumenprofil, kein in diesem Fall unser Standard-Setup, wenig Schnickschnack, aber denke ich mal, eine schöne, saubere, klare Darstellung. Also das hier werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ist der Klassiker, sage ich mal, bloß wir haben eben, wie ich vorher erwähnt habe, weit mehr gemacht. Wir haben andere Ansichten eben in dieses Volumenprofil mit reingebracht. Ich gehe nochmal auf Display-Modus, also von Standard gehe ich jetzt hier mal auf Buy und Sell und das setzt jetzt hier die Käufer und Verkäufer in Relation. Dann gibt es jetzt hier noch einen Delta-Typen. Wir setzen hier Trades vom Bid auf dem Bid und Bid und auf dem Ask setzen wir jetzt hier in Relation und das Ganze bekommt man hier dann auch nochmal deutlicher eben dargestellt. Man sieht eben die Verkaufs- und Kaufsaktivität eben nochmal klarer definiert. Es gibt Händler, die werden mit Sicherheit darauf schwören. Ich persönlich habe da jetzt mit ein bisschen weniger Erfahrung. Muss man eben sehen, was einem dann zusagt, meiner Meinung nach. Auf alle Fälle sieht man eben dann doch trotzdem, waren hier auf einem Preisniveau, waren hier mehr Käufer oder Trades, waren mehr Trades auf dem Ask oder waren mehr Trades auf dem Bid. Und ist die zweite Darstellungsvariante von unserem Orderflow-Tool. Und die dritte Variante des Display-Modus ist das Delta. Hier setzen wir dann im Endeffekt nur das Ask und Bid mehr oder weniger in Relation und sehen dann eben, ich schiebe das mal nach links, sehen dann, waren hier auf manchen Zonen mehr Käufer oder Verkäufer. Also hier, um hier ein bisschen besseren Blick zu bekommen, ihr werdet das Ganze auch in unserem Helpguide, in unserem Benutzerbuch natürlich oder auch nochmal genauer erklärt bekommen, währenddessen jetzt hier der Markt auf neue Tiefs zugeht. Das ist ganz interessant, wir sahen ja hier dann im Endeffekt am 30. Juli doch ein Value Area, den POC, eben, vielleicht laufen wir da auch heute gleich noch hin. Okay, das war jetzt hier diese Delta-Darstellung und dann haben wir hier diese Heatmap-Darstellung, sage ich mal, die eben das grafisch nochmal anders oder visuell nochmal anders darstellt. Persönlich mag ich das sehr, hier wird wirklich herausgestellt, wo war denn viel Handelsaktivität, wir haben das hier in Gelb-Rot-Tönen gemacht, ja, also Gelb bedeutet wenig Handelsvolumen, also hier diese Preise waren für die Marktteilnehmer eigentlich nicht interessant, sind eben zurückgewiesen worden und dann haben wir hier wiederum Preise, wo hohe Übereinstimmungen war, wo viel Handel stattgefunden hat und dann eben ist der Markt dann weitergezogen. Mhm. Mhm.
Ja, Alexander hat einen Punkt, ist es möglich, das Volume Profile auch mit dem Strategy Builder zu erfassen, Einstieg beim POC. Bilder bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, das schreibe ich mir auf, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, das Thema ist ja gestern neu, aber ich werde da nachfragen. Und dann entsprechend in den nächsten Webinaren oder wie gesagt auch via E-Mail gerne nachreichen, ob das in Bildern nachzuvollziehen ist. Fakt ist, ja, und hier gibt es auch Auswertungen von vollautomatisierten Händlern, beispielsweise der Holger Breuer, ist ein Ninja Trader Ecosystem Partner, der hier auch für alle Fälle zum POC oder eben oder zu den Value Areas eben Auswertungen gemacht hat. Also wenn du auf dem seine Webseite gehst, wirst du auch hier was finden. Im Bilder, ehrlich gesagt, Alexander, weiß ich nicht, weil die Geschichte jetzt neu ist und ein bisschen vielleicht womöglich komplexer ist. Daher möchte ich jetzt hier nichts zu sprechen, was ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht weiß. Fakt ist, also wie gesagt, hier diese Heat-Darstellung, eben helle Schattierungen, gelbe Schattierungen sind Preise, die abgelehnt werden im Grunde. Ja, und der Markt ist ja auf der Suche nach Preisen, wo Übereinstimmung vorherrscht. Und wir sehen hier eigentlich schon dann, wo diese Zonen, wo große Übereinstimmung war. An diesem heutigen Tag, an diesem Tag beispielsweise vom 27. Juli hatten wir in diesem Bereich, zeichnen wir mal ein, vielleicht laufen wir auch in diesem Bereich mit rein, hatten wir ja hier den POC, schieben wir den mal korrekt hin, ist noch ein Stück weg, 5 Punkte, aber hier hatten wir eben das höchste gehandelte Volumen, ein paar Tage ist das her, vielleicht laufen wir den ja an oder laufen. Vielleicht laufen wir den ja in den nächsten oder während des Webinars an. Wie gesagt, hier war der POC das letzte größte Handelsvolumen am 30. Juli. Das ist wie gesagt diese Heat-Darstellung. Persönlich mag ich die sehr gern. Wie gesagt, ganz klar, einfach und klar deutlich zu sehen, wo hier Action ist oder wo hier Übereinstimmungen waren oder nicht. Auch glaube ich, wenn wir hier mal zum 27. Juli schauen, also finde ich mega schön und klar dargestellt. Man sieht wirklich, okay, der Markt. Wenn fällt, ja, wie wir das eben am 27. Juli hatten, der fällt durch gewisse Preislevels und da ist ja kein Volumen. Man sieht es auch eben hier schön dargestellt, eben gelb, wenig Volumen, da stellt sich keiner dagegen, wenn der Markt wirklich Dynamik aufnimmt und dann muss er ja erst, ist er wieder auf der Suche im Grunde nach Nachfrage und die fand er im Endeffekt dann erst wieder dann deutlich weiter unten und hat sich dann eben stabilisiert bei dieser 2818. Also wie gesagt, mir gefällt das und ich hoffe, ihr könnt damit auch euch oder das zum Vorteil nutzen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Darstellungsart dieses Indikators. Dann haben wir noch hier diese Outline-Darstellung. Die manche Händler nutzen. Persönlich weiß ich jetzt nicht, ja, ob mir das gefällt, keine Ahnung. Habe ich mich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Persönlich sag's einfach mal so, gefällt es mir jetzt nicht. Ja. Aber wie gesagt, jeder nimmt das Ganze natürlich anders visuell dar und aus diesem Grund, wie gesagt, hier die Information auch in einer anderen Darstellung eben ersichtlich. So, da la, und dann kommen wir hier nochmal zu dieser Time Color. Und dann sieht man hier, und jetzt wird es hier bunter, jetzt wird es hier bunter und hier werden die verschiedenen Handelszeiten werden dann unterschiedlich dargestellt. Ja, also ich glaube, wir brechen das hier runter auf die Stunden. Und jetzt ist hier so, dass beispielsweise Stunde 1 bekommt vielleicht die Farbe Blau, ja, und die Stunde 2 bekommt vielleicht die Farbe Rosa und die Stunde 8 beispielsweise des Handelstages bekommt vielleicht die Farbe Grün. Also daher ist es hier eben eine andere Darstellungsart, womöglich aber auch interessant für euch. Erik hat eine Frage, wo bekommt man all die Indikatoren, die hier vorgestellt werden? Erik, die sind eben im NinjaTrader, in der NinjaTrader Vollversion mit drinnen. Du musst, wenn du die NinjaTrader Vollversion hast, wenn du NinjaTrader gekauft hast, wie gesagt, zusehen, dass du eben hier die Updates gemacht hast, dass du auf der aktuellen Version bist von NinjaTrader 8, genau richtig. Wenn du, Erik, wenn du hast die Lifetime-Lizenz, dann lade dir bitte die NinjaTrader 8 Version. Ich glaube, du hast noch den 7er gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber du kannst den NinjaTrader 7 genauso auch mit wie den NinjaTrader 8 eben hernehmen. Also daher ist das kein Problem. Du kannst auf alle Fälle auch mit deinem Lizenzschlüssel den NinjaTrader 8 nutzen. Du hast keine Mehrkosten.
Okay. Okay. Dann, ich gehe jetzt hier nochmal zu dieser Heatmap zurück, weil es mir einfach am besten gefällt, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier diese Periode. Und im Endeffekt geht es hier um, wie dieses Volume Profile erstellt wird. Ja, also wir können es anhand der Session machen. Session bedeutet in diesem Fall den ganzen Handelstag der elektronischen Handelssitzung dieses Marktes. Also das ist bei den Amis, sage ich mal, S&P Mini unter der Woche von 0:00:01, also von Mitternacht bis 23:15 Uhr. Das ist im Grunde der Handelstag. Einfacher zu merken ist es bei der Eurex. Der Handelstag beginnt um 8 Uhr morgens, 8 Uhr früh deutscher Zeit, endet um 22 Uhr. Das wäre die Session-Einstellung, die wir hier auch gewählt haben. Dann Bars. Wir können das Ganze anhand der Kerzen machen. Möchte ich hier nicht machen, weil wir hier sehr viel Daten laden müssten. Schaut euch das bitte selber an. Zeigen möchte ich euch noch diese Composite-Darstellung. Nennt sich auch in der Fachsprache Rolling Profile. Super coole Geschichte, muss ich sagen. Bin mega begeistert, als ich das gesehen habe. Fällt mir super. Ja, was wir hier eben definieren können, ist Folgendes. Hier werden dann diese einzelnen Volumenprofile übereinander gelegt. Ich gehe jetzt hier mal gleich mal da drauf. Ja, und was wir sehen, diese einzelnen Tage werden übereinander gelegt und man bekommt im Grunde hier jetzt mit dieser Einstellung ein Volumenprofil über die letzten Wochen und ja, ist eben ein, das wir nennen das Composite Profile, manche nennen es auch Rolling Profile. Ist auf jeden Fall einstellbar und du kannst auch hier frei wählen, wie viele Wochen du zurückgehen willst oder wie viele Tage du zurückgehen willst. Also sprich, wenn du diese Darstellungsart magst oder auch ein Teil ist deine Analyse, kannst du hier in den Compose By eben auswählen, wie so viele Tage zurückgeht zu diesem Datum. Oder beispielsweise zeigt das Ganze nur in dieser visible Range. Das würde dann bedeuten, hier wird dann nur dieses Profil berechnet von in diesem Moment, was hier eben zu sehen ist. Also wenn ich hier scrollen würde, macht das hier mal, verschiebt sich auch dieses Profil. Tanja, dieses Webinar, das wird aufgezeichnet und da du dich angemeldet hast, wirst du von uns auch eine E-Mail bekommen mit der automatischen Aufzeichnung. Genau. Also wie gesagt, hier diese Composite-Darstellung finde ich mega toll. Also ist auch schnell. Ja, es ist jetzt, wir laden hier und wie ich es vorher schon angesprochen, wir laden hier Tickdaten hinein in das Ganze und das Ganze ist natürlich datenlastig. Du brauchst einen super Daten, guten Datenanbieter. Also wie gesagt, ich empfehle eben hier die klassische NinjaTrader-Lösung. Aber wie gesagt, ihr werdet das selber auch herausfinden. Bitte, wenn ihr aber Fragen habt, auch im Umgang mit dem Ganzen, bitte zögert nicht, gebt mir Bescheid oder gebt uns Bescheid und dann können wir das Ganze klären. Volume Profile, wie gesagt, ist nicht ganz abgehakt oder nicht ganz abgearbeitet, denn wir haben hier in der neuen Version, in der R15, mehrere neue Zeichenwerkzeuge eben drin und da gehört auch dieses Zeichenwerkzeug dazu, dieses Order Flow Volume Profiles. Jetzt sagt man, okay, das ist ja dasselbe Volume Profile, ist Volume Profile, ja, nein, es ist was anderes. Warum? Denn ich kann ja beispielsweise sagen, zeig mir an das Profil, das Volume Profile, nur von ein paar verschiedenen Kerzen, die ich haben möchte. Ich lösche jetzt mal diesen Indikator und arbeite jetzt mal mit diesem Zeichenwerkzeug. Gehe jetzt hier mal auf dieses Zeichenwerkzeug. Ich sehe eine gewisse Latenz. Warte ich kurz. Also ich habe jetzt diesen Indikator gelöscht und gehe jetzt auf die Zeichenwerkzeuge und wähle mal dieses Order Flow Volume Profile Zeichenwerkzeug an und lass mir jetzt hier mal nur das Volume Profile anzeigen von nur diesen Kerzen, die ich eben sehen möchte. Weil ich habe jetzt hier zufällig ausgewählt, zurück heute bis, wie spät war es da, 10:45 Uhr, 10:45 Uhr deutscher Zeit, bis eben jetzt. Dann wird mir das Profil, das Handelsprofil von heute angezeigt und viele Trader arbeiten eben so. Ja, arbeiten damit, die möchten wissen, okay, in diesem Zeitabstand und dieser Zeiteinstellung war hier das meiste gehandelte Volumen. Ist auf alle Fälle eine interessante Geschichte. Ist ein Zeichenwerkzeug, das wir eben neu hinzugefügt haben. Bitte auch hier, wundert euch nicht, wenn ihr Daten lädt. Ihr lädt hier Tickdaten rein. Das kann zum Teil ein bisschen dauern. Ja, speziell, wenn ihr diese Daten das erste Mal lädt. Okay.
Damit bin ich jetzt eigentlich mit diesem Volume Profile Thema durch. Jetzt kam eine Frage von Sebastian. Die Frage zum Datenfeed, wenn ich die Lifetime-Version kaufe und Ninja-Trader Brokerage nutze, was kommt und kostet auf mich zu? Bei CFDs war das bisher kein Thema und das stimmt. Im CFD-Markt, wie vorher angesprochen, das war ein nicht zentralisierter Markt und im Endeffekt ist der natürlich sehr umkämpft. Der CFD-Broker-Markt meines Erachtens wird sich jetzt speziell oder sehr, sehr stark ändern. Ich denke, dass da viele Broker wahrscheinlich aufhören werden. Aber Fakt ist, CFDs, CFD-Kurse, Volkskurse werden beim Broker gemacht, ja, oder bei deren Liquiditätsanbietern und du bekommst dann vom CFD-Volksbroker diese Kurse, diese Kursnotierungen, diese Instrumente kostenlos gestellt. Das ist im Future-Bereich nicht der Fall. Im Futures-Bereich musst du dafür zahlen. Da muss jeder dafür zahlen, du, ich, jeder andere auch. Es wird eine Unterscheidung gemacht bei den Futures-Daten, non-professional und professional. Bist du beispielsweise ein normaler Trader, so wie du, ich oder die meisten von uns, dann wirst du als non-professional eingestuft werden zu 99%. Dann sind die Kosten relativ überschaubar. Wir sehen jetzt hier diesen E-Mini-S&P-Chart, der ist bei der CME dabei, die kostet $7 im Monat. Bei NinjaTrader Brokerage bekommst du nur ungefilterte Tick-Daten. Das ist ein wichtiger Punkt. Fakt ist, um nochmal genau zu sagen auf die auf Sebastians Frage, es kommt wie gesagt an, welche Daten du brauchst im Futures-Bereich. Du musst ja nicht jede Börse abonnieren. Das Ganze geht wie gesagt los bei $7 für die CME, da bekommst du relativ viel an Märkten. Die Eurex ist ein Thema für uns, speziell uns Deutsche oder Europäer. Die kostet $23 pro Kalendermonat. Also wichtig bitte hier bedenken, das Ganze ist immer pro Kalendermonat. Erik hat noch einen Punkt, noch eine Frage zur Nachschubspflicht wäre interessant. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, wie sich die Nachschubspflicht aussah, 2008, 2009, 2001 wurde der Handel teilweise ausgesetzt, so diesen Gap eröffnete und so weiter. Ich kann die Frage, Erik, beantworten. Im Futures-Bereich hat sich bei der Nachschubspflicht nichts verändert. Im Futures-Bereich hast du immer schon eine Nachschubspflicht und das war 2000 so, war 1998 so und wird auch so bleiben. Warum? Weil ansonsten dieses Konstrukt der fairen Preisfindung des fairen Handels an einem Marktplatz nicht funktionieren kann. Wenn du als ein Marktteilnehmer sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Position, ich kann die aber nicht bedienen, dann sind alle anderen Marktteilnehmer die Blöden, auf gut Deutsch gesagt. Aus diesem Grund hast du eine Nachschusspflicht bestätigt, auch in der Kontoöffnung, bei einer Kontoöffnung, dass du diese Nachschusspflicht auch leisten kannst. Okay, ich sehe Erik nochmal tippen, warte hier noch ein paar Sekunden. Und dann gehe ich zum nächsten Thema hier weiter. Wir haben, wie gesagt, Volume Profile ganz neu in der Version 15, war die jetzt hier mit drin. Und ja, interessantes Thema, finde ich mega cool. Und okay, Erik hat noch eine Frage. Beim Riesen Gap greifen die Stops bei einem Gap, wenn du einen Markt hast, der ein Gap hat beispielsweise, dann greift natürlich der Stop nicht. Wie soll der greifen, wenn der Markt eröffnet, der neu? Und dann hast du im Endeffekt einen Markt, der dein Gap überlaufen hat und du wirst mit Sicherheit schlechter ausgeführt werden. Ist aber offen gesagt dein Problem, weil du bist ein Marktteilnehmer, der womöglich sich die Übernachtposition nicht leisten hat können. Also das Risiko musst du tragen und das muss jeder tragen. Und das ist der wichtige Punkt im Futures-Bereich. Risiken musst du tragen, die Risiken musst du auch kennen und du musst auch wissen, welche Risiken und Hebelwirkungen und so weiter du auch im Futures-Bereich eingehst. Nächster Punkt, den ich besprechen möchte, ihr seht jetzt hier diesen 1-Minuten-Chart von unserem liebsten Kind, vom FDAX, hier zu sehen, der September-Kontrakt 2018, 1-Minuten-Darstellung mit Kügelchen. Und diese Kügelchen, das sind, also wir nennen die, wie ich vorher schon gesagt habe, Spheres, das sind so Kügelchen, die eben Aktivität von größeren Marktteilnehmern zeigt. Möchte auf diesen Indikator, möchte ich diese Einstellung dazu kurz mal zeigen, was hier denn möglich ist. Ist auch zu finden via Rechtsklick in den Indikatoren. Und dann sehen wir hier unter den konfigurierten Indikatoren eben diesen Order Flow Trade Detector. Und dann haben wir hier diese Parameter auf der rechten Seite. Und dann steht jetzt hier da Base Large Volume On. Ich habe jetzt hier eingestellt Block. Ja, und Block bedeutet folgendes. Ich möchte jetzt hier nur sehen Trades von oder einzelne Trades, wenn jetzt jemand ein Minimum kauft von 20 Kontrakten. Also so habe ich das jetzt hier eingestellt, hier beim FDAX. Also die Frage kam ja vorher eben schon vom Ingo, diese Bubbles, diese
ja, diese Markierungen, diese Kreise, du kannst dieses Minimum für diese Kennzeichnung, diese Kügelchen kannst du frei wählen. Ja, Fakt ist, hier der FDAX ist gewählt mit 20, weil 20 ist schon eine gewisse Hausnummer für diesen Markt. Das Ganze ist aber nicht anwendbar beim E-Mini S&P, im Bund Future, im Eurostoxx Future, wie auch immer. Da brauchst du eigene Einstellungen. Ja, wenn du Aktien handeln solltest, mit Ninja-Hörde, mit dem Kinetic-Data-Feed, der dir auch ungefilterte Tick-Daten liefert, musst du das Ganze hochstellen auf mehrere Tausend. Also hier, als Kenngröße sage ich mal, den Mini-DAO, den FDAX, den kann man zwischen, sagen wir, 15 bis 40 Kontrakten, also hier einstellen für diese Minimum-Volume-Vormarker. Und bei allen anderen Märkten ist es deutlich drüber. Base Large Volume On Block Preis, also hier sieht man dann, an welchem Preis denn hier wirklich dann viel Volumen war, könnte man jetzt hier auswählen. Und Consistent bei Bid Ask, also welche Handel denn zwischen Bid Ask hier, wo viel Handel stattgefunden hat. Ich schiebe das hier noch mal ein bisschen nach oben und lade das Ganze hier mal rein, währenddessen ich hier noch ein bisschen was erzähle. Wie gesagt, ihr werdet sehen, es dauert jetzt ein bisschen zu laden, stimmt nicht, ist schon da. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal weiter und erzähle mal Maximum Marker Size. Diese Maximum Marker Size bedeutet nur Folgendes: Wir ändern oder Ninja Trader hier mit diesem Premium Indikator, du kannst einstellen, wie groß denn das wird. Ja? Und im Grunde sagt das Folgendes: Ihr seht jetzt hier, wenn ich hier mal ein bisschen rein scrolle, seht ihr hier natürlich mehrere von diesen Kügelchen. Ich warte hier kurz, bis dieses Bild sich eingestellt hat. Entschuldigung, diese Software mag ich nicht sonderlich, also diese Präsentationssoftware. Wir sehen hier verschiedene Kügelchen mit verschiedenen Größen, unterschiedlichen Größen. Ja, wir sehen jetzt hier, wo der Markt fällt oder beginnt, hier nach unten zu rutschen, sehen wir hier eine grüne Kugel, hier hat einer 45 Kontrakte gekauft. Bam. Ja. Wir sehen hier, S-Doppelpunkt steht für Verkäufe. Null Verkäufe, B-Doppelpunkt Buys, Käufe, 45 Stück, Volumen 45 Stück, Preis war 12.737,50. Hier war Aktivität da, hier steigt mal einer ein oder steigt einer aus. Fakt ist, 45 Stück war hier ein Trade, eine Trade-Aktivität da. Dann hat man hier unten dann wirklich mehr Aktivität und das, hier kann man schon sehen und das möchte ich euch bitten, wenn ihr die Vollversion habt, schaut euch das an. Man sieht markante Stellen, man sieht, wenn sich wirklich institutionelle größere Marktteilnehmer wirklich dann positionieren oder auch aus Positionen rausgekickelt werden. Die Software kostet mit all diesen Tools $1000 einmalig. Ja, also 905, nein, $999 einmalig, weil die Frage gerade von Tanja kam. Und das ist die sogenannte lebenslange Lizenz. Also du kaufst diese Version einmal. Und egal welches Update bei NinjaTrader rauskommt, jetzt haben wir aktuell NinjaTrader 8. Angenommen, in 10 Jahren ist NinjaTrader 10 heraus, dann gehört dir NinjaTrader und du kannst auch NinjaTrader 10 nutzen. Wann genau erscheinen diese Kügelchen? Kommt von Erik die Frage, das ist eine gute Frage. Die Kügelchen entstehen genau dann, wann auch diese Position, wann auch diese Trades stattfinden. Ja, also es ist nicht so, dass du dann irgendwie jetzt hier, wenn wir mal diesen Bereich hier haben, ich zeichne es bloß mal ein, weil das ist ein wichtiger Punkt, den Erik hier anspricht. Ja. Wenn man jetzt hier angenommen, hier sehen wir ja einige Kügelchen drin, ja, die kommen genau zu diesem Zeitpunkt, wann auch diese Aktivität eben im Markt da ist. Ja. Das kommt nicht 5 Minuten später, 3 Minuten später. Nein, das Ganze kommt dann, wann das auch passiert ist. Und das ist genau der Grund, warum ich vorher eben diese Times- und Sales-Liste eben ansprechen wollte. Das hier, diese Kügelchen, ist eine einfache, schöne Visualisierung dessen, was auch hier stattfindet in diesen Times und Sales. Also sprich, du bekommst die Information, wann sie passiert. Wir stellen das Ganze nur ein bisschen schöner dar und du musst hier nicht gebannt auf zig Linien schauen und bist dann überrascht, wenn sowas eben kommt. Genau. Also sprich, ist eine schöne Sache, glaube ich. Zeigt auch wirklich dann, wann hier mehr institutionelle. Man muss sagen, hier waren es 61 Käufe und beziehungsweise war 61 Käufe hier in diesem Bereich und 72 Verkäufe. Also hier war wirklich Aktivität da. Man sieht jetzt hier auch im Endeffekt diesen Größenunterschied. Ja. Also diese größte Kugel in diesem Fenster, was wir hier sehen,
Ja, war jetzt hier dieser Verkauf von diesen 72 Kontrakten, ist jetzt hier als größtes dargestellt und dann sehen wir 61 Käufe und dann hier oben nochmal 55 und dann seitdem oder hat sich in diesem Tag, ja, hat sich dieser an diesem Tag auf alle Fälle der Markt ein bisschen erholt und wurde dann aber wieder zumindest ein wenig nach unten mehr verkauft. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil man auch eben hier sieht, was hier stattfindet. Jetzt sehen wir hier wirklich am Top 17:30 Uhr zum Xetra Schluss mehr oder weniger. Sehen wir hier nochmal, hier verkauft man einer 42 Kontrakte. Ist auch jetzt hier kein kleiner Trade. Ja. Der Footprint Chart, Sebastian, das ist eine Frage, die gerade kommt, da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir nennen das Volume Metric Bars, die sind mit inkludiert in der Lifetime-Lizenz. Ja. Genau. Also Fakt ist, es ist wirklich ein interessantes Thema. Ich habe mich da viel damit auseinandergesetzt mit diesem Trade Detector. Finde es ein spannendes Thema, offen gesagt. Warum? Weil es eben visuell, einfach visuell darstellt. Ja. Und es ist jetzt nichts, wo man irgendwie dann groß überrascht wird. Du bekommst die Information wirklich instant, also sofort und ohne große Überraschungen. Man muss entscheiden, ob es was für jemanden ist oder nicht. Das muss jeder von euch entscheiden. Fakt ist, wir reden hier generell von ein bisschen kurzfristigeren Handel. Auch ein Tool hier, dem, was wir eben mit eingebaut haben, ist diese Market Depth Map. Die Markttiefe dargestellt visuell, nenne ich es jetzt mal. Wer ein Orderbuch kennt, also ich habe es vorher schon mal angesprochen, unser Ninja Trader Superdome. Ich hole da bloß mal her, dass wir hier das mal sehen, wie das Ganze dann ausschaut. Okay. ES, zack. Das hier ist unser Superdome. Ja, und unser Superdome zeigt eben Verkäufe und Verkäuferpotenziale unterhalb des Marktes und potenzielle Verkäufe überhalb des Marktes. Das sind alles Limit-Aufträge, zeigt unser Superdome an. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt die Standarddarstellung, die wir hier in unserem Superdome haben, intuitiv bedienbar, aber Fakt ist, es ist ein bisschen hektisch und man muss im Grunde sehen, ob es einem zusagt oder nicht. Was wir hier aber sehen, sind bei der 2811, und ich hoffe, es ist gut für euch sichtbar, sehen wir hier 814 Kontrakte. Ich hoffe, das ist zu sehen. Ihr seht das hoffentlich. Und wir sehen hier aber auch auf der rechten Seite im Chart eine weitaus dunklere Verfärbung. Seht ihr das? Wir haben hier ein dunkleres Grau. Okay, Erik tippt ja, es ist zu sehen. Und also ich sehe es auf jeden Fall auch. Und man sieht halt jetzt hier schon, wir haben hier ein Preisniveau bei der 2811,50. Ich lösche jetzt diesen Dom nochmal, wo eben hier mehr Verkäufe da sind. Ja, potenzielle Limitaufträge sind hier da. Hier sind mehr Verkäufe am Werk und wir sehen auch eben schattiert eben, wo ist mehr Verkaufsaktivität oder potenzielle, in diesem Moment potenzielle Verkäufe da oder nicht. Ja, ist ganz interessant, glaube ich. Man muss sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Es ist, wie gesagt, dieser Market Depth Map ist genau das, was es sagt. Es visualisiert dir die Markttiefe, die normalerweise im Superdome dargestellt wird. Es visualisiert dir das im Chart. Der Punkt ist der, oder was ganz interessant ist auf alle Fälle, wir sehen hier, um dieses Beispiel jetzt hier zu komplementieren, muss bloß warten, bis das Ganze sich angepasst hat. Bis man hier, ich warte hier noch kurz, bis sich das angepasst hat, beantworte bis dahin Ingo seine Frage, passt sich die Heatmap an, wenn wir zum Beispiel von der Neben- zur Hauptsession kommen? Und ja, und die Antwort ist logischerweise ehrlich gesagt ja. Warum? Weil natürlich bei der Hauptsession weit, weit mehr Volumen da ist. Ja? Also diese Balken werden weit grauer. Was auch stattfindet, ist das, dass es in diesem sichtbaren Bereich, wenn du damit spielst oder wenn du damit dich auseinandersetzt, wirst sehen, dass sich die Graustufen, je mehr, dass du dich hier reinzoomst, auch ändern. Ja? Fakt ist auf alle Fälle interessant. Wir sahen hier, und ich möchte es bloß hier kurz markieren, wir sehen nach Beendigung von diesem Rechteck, das ich hier eingezeichnet habe, sehen wir diesen grauen Balken, sehen wir entstehen. Also ich denke, da stimmen wir alle überein. Wir sehen, dass dieser Balken entsteht und das ist mehr Volumen. Es sind jetzt hier, ist hier ein Marktteilnehmer, womöglich mehrere Marktteilnehmer, die sagen, okay, ich habe jetzt hier Limitaufträge drin, das ist deutlich mehr wie alle anderen, also daher deutlich herausgestellt. Und diese Zone, die deckelt zumindest bisher, die deckelt zumindest bisher. Ja.
Also ich denke, das ist zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, und das möchte ich euch wirklich auch ehrlich sagen, ob dieser Trading-Stil, dieser kurzfristige Trading-Stil, für jeden geeignet ist. Aber Fakt ist, wenn man beispielsweise eine Long-Position hat und man sieht hier, dass dieses Grau im Grunde lange bleibt und der Preis hier auf diesem Preisniveau immer, sagen wir, zurückgewiesen wird oder zurückgewiesen wurde, ja, dann ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Und ganz interessant, jetzt in diesem Moment, just jetzt ist es so, dass dieses Preisniveau wird jetzt hier gekauft, ja, und wir sehen, diese graue Schattierung geht weg und das nächste größere Level wäre dann eben ein bisschen weiter oben. Erik schreibt gerade, also wie gesagt, das ist so ein Market Timing Tool womöglich, wo man sagt, okay, man präzisiert jetzt seinen Einstieg, möchte ich vielleicht short gehen, wäre das vielleicht hier ein interessantes Level, wie auch immer. Ja, das ist auf alle Fälle unsere Market Depth Map, interessantes Tool, vielleicht auch in Kombination mit diesen Spheres. Und der Markt bricht. Wunderbar. Okay, jetzt kommt die Frage, kannst du mal auf 5 Sekunden Chart umstellen, die Zeit hinein, wenn es nicht zu viel Verwirrung stiftet, aber die Heatmap dann auch korrekt abarbeitet. Also ich kann auf 5 Sekunden umstellen, das ist kein Problem, ich stelle es jetzt immer um auf 5 Sekunden. Und jetzt beginnt das natürlich jetzt wieder neu zu starten. Ja, genau, also so schaut es dann aus, wenn du das neu lädst. Ja, also du bekommst jetzt hier nichts zurück, weil die Datenmenge, die wir hier laden müssten, ist utopisch. Ja, weil das ändert sich natürlich, also nur die Erklärung dahinter, wenn wir das jetzt hier so machen würden, dass du historisch diese Daten oder diese Balken laden könntest, dann müssten wir jedes Mal, wenn du, ich einen Auftrag, ein Limit platzieren und danach wieder löschen, müssten wir mit einbeziehen. Und aus diesem Grund machen wir das hier in Realtime, aber ist wie gesagt hier eben auch dargestellt. Okay, das waren jetzt hier unser Market Depth Map, dann diesen Trade Detector haben wir gesprochen und dann werde ich mal schauen, gehe ich mal hier zu diesem Cumulative Delta weiter. Genau, ist jetzt hier zu sehen und dieses Cumulative Delta, ich lösche jetzt hier mal diesen Indikator, das war bloß ein Tipp, den ich euch dann geben wollte. Wir sehen jetzt hier dasselbe, wir sehen den E-Mini S&P, 3 Minuten Darstellung, darunter sehen wir einen Indikator, ist in einem neuen Panel drinnen. Ja. In diesem Fall ist es nicht der RSI, ist es nicht die Stochastik, es ist jetzt hier dieses unser Order Flow Cumulative Delta. Und was ist das Ganze? Das ist auf jeden Fall ist im Endeffekt eine Darstellung, die Käufer und Verkäufer in Relation setzt. Das bedeutet, zoom jetzt hier mal mehr rein. Warte jetzt kurz, bis das dann schöner zu sehen ist. Bedeutet folgendes, wenn jetzt hier in einer Kerze mehr Käufer sind, die auf dem Ars kaufen, ja, als Verkäufer, wird diese Indikatorenkerze unterhalb zu sehen grün werden. Ja. Mehr Käufer auf dem Ars-Preis bedeutet grün, haben wir mehr Verkäufer, die zum Bit verkaufen, bedeutet folgendes, okay, wir haben hier eine rote Kerze und man sieht jetzt hier natürlich schon, man sieht jetzt hier, dass der Markt, das schaut ähnlich aus, also der Markt steigt, Cumulative Delta steigt, man sieht auch danach den Markt fallen, also der ES ist ja gefallen von 2826 bis in knappe 20 Punkte nach unten verkauft worden, Cumulative Delta fällt auch. Aber das Interessante dabei ist das, und das kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Ganze an, es gibt wirklich Phasen, in denen, wie gesagt, als Beispiel, das Cumulative Delta fällt, der Markt aber steigt und daraus kann man eben Informationen ziehen. Man kann mit diesem Cumulative Delta Tool einiges machen, ist ein interessantes Thema. In der Fach, würde ich mal sagen, wenn man jetzt hier diese Standardwerke lesen würde, wie arbeitet man mit Cumulative Delta, werden viele sagen, okay, ich arbeite mit Divergenzen als Beispiel. Cumulative Delta steigt, der Markt fällt, okay, ich lerne was daraus. Ich habe auf jeden Fall mehr Marktkäufer. Ja, ist auf jeden Fall so, es wird beispielsweise viel mit Divergenzen gearbeitet. Wir haben hier in dieser Darstellung zwei Typen. Bid-Ask und Up-Down-Tick.
Ich lade jetzt hier mal diesen Up-Down-Tick nochmal rein. Bit-Ask-Darstellung sehen wir hier. Und dann haben wir das Ganze nochmal in der Up-Down-Tick-Darstellung, die ich jetzt hier noch schnell reinlade, wird ein bisschen dauern. Und dann darunter sehen wir noch diesen Size-Filter, was ganz interessant ist. Also im Grunde ist es das, ein Size-Filter bedeutet nur Folgendes, wenn du jetzt einen Markt hast, wie den E-Mini S&P, da kannst du sagen, weißt du was, Indikator, ich will zwar wissen, ob ich mehr Käufer habe oder Verkäufer, aber ich will wissen, aber ich will diese ein, zwei Kontraktkäufer möchte ich nicht mit einbezogen haben. Und die kann man eben durch diesen Size-Filter eben ausschließen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier sage, okay, Size-Filter, ich sage jetzt hier einfach mal 5, ja, also das Minimum, was kalkuliert wird, ist 5, dann ist es so, wird das Ganze unten ein bisschen anders ausschauen oder wird anders aussehen, weil eben diese kleinen Trader, kleinvolumige Händler werden hier eben nicht mit einbezogen. Und das Ganze kann man, wie gesagt, sagen, wiederum, mich interessieren jetzt hier nur Trader, die 20 Kontrakte, 30, 40, 50 handeln, als Beispiel, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hier, eben um das Ganze schöner rauszulesen womöglich. Ja. Und ja, wie gesagt, schaut euch das an. Ich habe mich da sehr, sehr viel gespielt, ehrlich gesagt, im Währungsmarkt, im 6E, im Euro FX Future habe ich da ein bisschen rumexperimentiert. Ist sehr interessant, habe da damals mit so einem Size-Filter gearbeitet, auch von 5 Kontrakten. Und da sieht man relativ schöne, interessante Dinge, die ich euch nur empfehlen kann, dass ihr euch das anschaut. Jetzt muss ich bloß nochmal schauen. Ja, wir hatten hier noch eine andere Einstellung. Okay. Bit-Ask, und dann haben wir hier nochmal auf die Periode bezogen. Also hier wird im Endeffekt dieses Cumulative Delta wird dann auf die ganze Handelssession bezogen, also den ganzen Handelstag. Und dann haben wir hier aber nochmal die zweite Auswahl für die Periode, Kerze. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, Balken, die sich eben dann hier ja, darstellen. Wir sehen dann, sind jetzt mehr Käufe da oder Verkäufe auf einem Preisniveau. Ja, die eben dann das Ganze eben ein bisschen anders darstellen. Wird es ein bisschen dauern, bis das geladen ist. Bitte hier um Geduld. Ist auf alle Fälle ein mächtiges Tool. Ja, und ist ein mächtiges Tool, und das sieht man eben hier ja, schon einiges an Informationen. Beispielsweise, schauen wir mal hier. Ganz interessant als Beispiel, wir sehen hier 2000, knapp 2000, ich markiere das mal jetzt hier, dass man das vielleicht noch schöner sehen kann. Diese Kerze ist positiv, hatte aber wirklich, ja, wirklich so einen kleinen Blow-off nach unten. Fast 2000 Kontrakte wurden mehr verkauft, wie gesagt, in 3 Minuten. Also wir reden hier nicht vom Handelsvolumen von 2000 Kontrakten, sondern wir reden hier, es wurden 2000 Kontrakte mehr verkauft. Also hier S&P hat Volumen, ist ein dicker Markt. Ja. Also daher ganz interessant. Das Ganze, ich sehe Raimund gerade tippen. Vielleicht hat er hier noch eine Frage dazu. Ansonsten gehe ich dann zum anderen Thema weiter. Also wo ich mit gespielt habe, ehrlich gesagt, war Folgendes. Und das muss ich sagen, das ist was, was mir auch gefällt. Ich hatte mir hier über das Cumulative Delta den gleitenden Durchschnitt gelegt und muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Warum? Ich handle dann im Endeffekt in Richtung des Cumulative Deltas. Und ist auf alle Fälle was bei dicken Märkten, bei volumenstärkeren Märkten relativ schön funktioniert. Ja. Okay, Raimund sagt, der Tonaussetzer. Ist es beim Rest gut verständlich? Vielleicht kann jemand noch tippen vielleicht. Erik, danke. Okay. Tut mir leid, Raimund, dann vielleicht nochmal die Aufzeichnung anhören oder einfach mich anrufen, dann können wir auch drüber reden. Genau. Also ich hatte mir hier nochmal einen gleitenden Durchschnitt drüber gelegt und habe dann, das war dann so ein Slope-Indikator, nennt sich das dann in Fachsprache, also der ist einfach nur rot-grün, ja, steigt der Indikator, ist er grün, fällt er, ist er rot, also das findet ihr im Forum bei uns auch ohne Probleme. Ja, interessante Geschichte. Genau. Also das ist jetzt hier unser Cumulative Delta. Das ist ein weiterer Punkt, der wirklich super ist, der mir super gefällt und wahrscheinlich euch auch wirklich von Nutzen ist oder hoffentlich von Nutzen ist. Und jetzt suche ich hier mal weiter. Gehe jetzt hier zum VWAP und am Abschließen gehe ich dann, weil es dann besser passt zu diesen Volumetric Bars. Raimund, ciao, vielen Dank und Entschuldigung wegen diesen Tonaussetzern.
VWAP, Volume Weighted Average Price, ist was, offen gesagt, was seit Jahren irgendwie so ein bisschen so ein, sag ich mal, so ein Tipp ist. Das ist der volumengewichtete Preis. Also hier wird im Endeffekt nicht nur der Kurs im Grunde in Relation mit einbezogen auf die Entwicklung des gleitenden Durchschnitts, sondern auch das gehandelte Volumen. Also sprich, habe ich einen Preis, habe ich eine Kerze, die mehr Handelsvolumen hat, beispielsweise steigt, wird diese Steigung stärker gewichtet als eine Kerze, die vielleicht weiter gefallen ist wie gestiegen, aber weniger Volumen hat. Und im institutionellen Handel spielt dieser VWAP eine große Rolle. Das ist jetzt hier in der Mitte diese im Grunde heute oder zu diesem Zeitpunkt sichtbaren, diese rote Linie, die wird auch mal zeitweise grün, wenn der Preis überhalb des Kursniveaus ist. Und heute, das ist heute ein Minutenchart, wie gesagt, sehen wir den Markt fallen. Wir sehen Stabilisierung hier am VWAP. Zeichne dieses nochmal ein, dass es vielleicht schöner zu sehen ist. Sehen hier Rücklauf zum VWAP. VWAP. Und dann sehen wir das hier nochmal. Wie gesagt, das ist ein Standard-Tool, das im Grunde eine einfache Berechnung macht, was aber ein mächtiges Tool ist. Also ich persönlich nehme das gerne her. Das ist jetzt hier der VWAP, diese rot-grüne Linie in der Mitte und außenrum. Seht ihr die Standardabweichungen 2 und 3. Und im Grunde ist es so, der Markt läuft zu 90% statistisch gesehen in diesen Bändern. Ja, und man sieht es im Endeffekt hier, der Markt wird gedrückt, stabilisiert sich, läuft den VWAP an, der Markt wird weiter gedrückt. Also wir haben halt einen Verkäufermarkt gehabt, auf alle Fälle wird gedrückt, aber stabilisiert sich dann an dieser zweiten Standardabweichung. Und das Ganze hatten wir dann auch nochmal später. Ist auf alle Fälle, glaube ich, zum Trade Setup finden, ein mächtiges Tool, glaube ich. Ja. Ist auch schön, da wir eben hier rot sehen, vielleicht eher verkaufen, wenn der Markt zurückkommt, nicht blind kaufen. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte meines Erachtens, Trade Setups rund um den VWAP oder rund um die Standardabweichungen. Also meines Erachtens ganz schön, wie gesagt, hier ein Minuten-Chart, Markt wird runtergebrettert, muss man sagen. Also schaut zwar hier relativ schlimm aus, war aber jetzt nicht so der Fall, wirklich von der Bewegungsgröße her. Aber Fakt ist, hier, zumindest wenn jemand kurzfristig unterwegs war, geiles Setup. Ja. Okay, das ist unser VWAP, wie gesagt, ein mächtiges Tool, wird gern genommen, kann ich auf alle Fälle nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Ist jetzt hier im FDAX gewählt, der eh bekanntermaßen der FDAX mit seinem wenigen Handelsvolumen vielleicht jetzt ein Markt ist, der nicht, ja wie sagt man, der vielleicht eher anfällig ist für Bewegungen, die eher tricky sind. Ja, also die eher, also holen wir uns mal den Mini-DAO mal her, einfach um hier nochmal einen anderen Markt zu haben. Okay, cool, gute. Okay. Wahrscheinlich wird es jetzt meinem Rechner zu warm, wunderbar. Anchor VWAP. Also was wir beispielsweise gemacht haben, dass wir schon ja, dass wir schon eben mit mehreren VWAPs in einer Session gearbeitet haben. Ja, also du kannst in NinjaTrader ja eigene Sessions definieren. Jetzt hoffe ich mal, dass mir mein Rechner nicht abschmiert. Ja, warum das jetzt war, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht ist dem auch zu warm. Gestern ging mir mein Laptop kaputt, nagelneues Laptop. Muss jetzt zurück nach Amerika. Wegen der Garantie. Okay, wunderbar. Ich komme jetzt dann gleich nochmal abschließend auf unseren, genau, da sind wir schon, auf unsere Volume Magic Bars. Und da bleibe ich jetzt hier mal auch und werde jetzt hier keine Daten neu reinladen, einfach um hier meinen Rechner ein bisschen mehr zu schonen. Die Volume Magic Bars nennt sich auch in der Fachsprache Footprint. Ja, und im Grunde sieht er hier einen 5-Minuten-Chart in der Candlestick-Darstellung, der eben aber noch ein bisschen genauer ist, der im Endeffekt die Kauf- und Verkaufsaktivitäten, sage ich mal, zueinander stellt. Jens hat eine Frage, Jens hat geschrieben, wann kauft man und wann verkauft man?
bei dem Bebop. Also ich, der Bebop ist ein Indikator, die Standardverweichungen sind ein Indikator, aber ich nutze das beispielsweise schon, wenn wir, wie ich vorher gerade hatte, ja, der ist natürlich jetzt, er berechnet jetzt auch noch. Also daher, ja, vielleicht mache ich da noch ein gesondertes Bebop-Webinar, vielleicht das nächste Mal. Aber ja. Was die Volumetric Bars machen, ist folgendes. Diese Volumetric Bars zeigen dir im Endeffekt die Kauf- und Verkaufsaktivität innerhalb von einer Kerze. Das ist mal ganz grob zusammengefasst, das, was passiert. Ja. Setzt Käufer, Verkäufer zueinander und zeigt dir das Ganze natürlich jetzt an. Jetzt hole ich mir mal hier eine Kerze mal speziell mal her. Okay. Ich sag, wir haben hier 5-Minuten Kerzen und ich weiß jetzt nicht, ob die Daten jetzt hier wirklich stimmen, weil ich jetzt die Daten nicht mehr reinlade. Ansonsten sitzen wir nämlich hier, da ich zig Charts auf habe, sitzen wir hier die nächsten 7 Minuten noch da. Was wir hier aber sehen, wir sehen Käufer, Verkäufer am Ask bzw. Verkäufer am Bid. Auf der linken Seite sieht er hier, beziehungsweise auf der rechten Seite innerhalb von seiner Kerze sieht er die Käufer am Ask und auf der linken unteren Seite sieht er die Verkäufer am Bid. Und ja, ist im Endeffekt hier diese Bid-Ask-Darstellung, wo manche sagen, okay, sie können da was rauslesen. Ich persönlich ist die ehrliche, meine ehrliche Meinung dazu. Ich sehe daraus nichts, es ist mir auch zu wild, es ist mir zu kurzfristig. Aber, wie gesagt, es ist im Endeffekt ein Tool, das sehr, sehr gern benutzt wird, was auch sehr gern gelehrt wird. Ich bekomme extrem viel Feedback, dass die Leute auch begeistert sind, weil sie eben jetzt die Möglichkeit haben, innerhalb der Kerze reinzuschauen und hier weitere Informationen bekommen. Fakt ist, dass diese Darstellung, ja, ich müsste eigentlich die Daten reinladen. Jetzt lade ich die mal rein und hoffe, dass sich das aktualisiert. Es ist auf alle Fälle eine interessante Darstellung. Ja. Die Frage, und da jetzt NinjaTrader eh schon abgeschmiert ist, sage ich mal, ist die perfekte, und da möchte ich eine perfekte Präsentation eh vorbei, ist das, ob ich nicht dann zu kurzfristig unterwegs bin. Ja, also meines Erachtens, ich sehe das ein bisschen, sage ich mal, zwiespältig, ehrlich gesagt. Zwiespältig aus diesem Grund, weil ich als Händler vielleicht schon kurzfristig unterwegs sein will, weil ich so auch Informationen haben möchte, aber vielleicht ist das zu kurzfristig. Also Jens schreibt auch gewöhnungsbedürftig. Es gibt wirklich gute Kurse, die das lernen. Es ist wirklich auch so, hier wird halt wirklich der perfekte Einstieg gesucht. Ja, also das ist das, was hier stattfindet. Im Grunde ist jetzt hier diese Bid-Ask-Darstellung. Ich werde das Ganze jetzt nochmal abändern in den Daten rein. Das ist der wichtige Punkt. Wenn ihr die Vollversion habt, schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, es kostet euch nichts, es ist gratis mit dabei. Ich gehe diese Datenreihe mit rein und schauen uns jetzt hier mal diese Eigenschaften an. Wir nennen das, wie gesagt, Volumetric Bar. Ist diese Footprint-Darstellung. Wir können hier diesen Basisperiodenwert eben festlegen. Ich habe jetzt hier gewählt 5 Minuten. Kannst auch hier andere Periodentypen eben wählen. Dann Periodenwert ist jetzt hier dieser 5-Minuten-Chart. Also jede Kerze, die ihr hier seht, im Grunde ist eine 5-Minuten-Kerze. Ja. Dann hier haben wir diese Bid-Ask-Darstellung, da gibt es noch eine zweite Up-Down-Tick und dann ja, könnten wir hier aber noch eben zu Up-Down eben wechseln oder eben auch diesen Chart-Stil eben auch noch abändern. Ihr seht jetzt hier bei mir Ticks per Level, habe ich hier 10 gewählt und es sind ja hier 5 Punkte im FDAX. Ich werde das jetzt hier nochmal weniger zusammenfassen, mache jetzt hier mal 2 und lasse das Ganze laden, dann sieht es noch ein bisschen komplexer aus. Genau. Okay. Genau, also hier sieht er wirklich auf den Tick genau, also Tick ist die kleinste Wertänderung im Future-Bereich oder im Börsenbereich generell, auf den Tick genau die Handelsaktivität. Ja. Links neben dieser Kerze oder neben diesen Zahlen sieht er hier im Endeffekt dann diese Kerze, die Eröffnung und der Schlusskurs. Ich markiere das jetzt hier kurz mal, dass ihr das besser sehen könnt oder seht, wo ich denn jetzt bin.
Ich rede jetzt hier über das. Und diese Kerze ist eine rote Kerze, ist hier oben angefangen. Hier war der Schlusskurs und im Grunde der Rest wäre der Docht, ja, den wir hier im 5-Minuten-Chart sehen. Wie gesagt, vielleicht können wir so machen, dass man vielleicht hier auch bei NinjaTrader selber mal wirklich ein Webinar macht über diesen Charttyp. Generell möchte ich ehrlich gesagt jetzt hier nicht so tief einsteigen, weil es eigentlich zu lange dauert. Ich möchte euch halt jetzt nur noch darauf hinweisen, es gibt hier auch diesen Delta-Typ, der im Grunde jetzt hier pro Preisniveau eben zeigt, waren jetzt hier mehr Käufer da oder Verkäufer. Ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, weil man speziell auch sieht, dann jetzt hier, war denn hier auf einem Preisniveau, waren jetzt hier mehr Käufer, Verkäufer da und wo waren denn extreme Käufer da oder nicht. Und das ist hier beispielsweise zu sehen, hier markierst bloß mal diese minus 54 Kontrakte, nochmal grafisch mehr drausgestellt, eben hier war wirklich Verkaufsdruck da. Ja, das wurde dann zwar verkauft, weiter ein bisschen kurz gekauft danach, aber im Grunde sehen wir, der Markt hat sich jetzt auch weiter unten bewegt. Können wir nochmal anschauen, wo wir den nächsten großen Trade hätten. Ja. Also Zahlen im FDAX, alles über 50 ist auf alle Fälle schon mal ein bisschen interessanter. Und wir sehen das schon im Grunde dann auch hier nochmal herausgestellt, minus 56, der Markt steigt zwar, aber hier ist mal ein paar Marktteilnehmer da, die wirklich abgeben, ja, die den Markt wieder beliefern oder Liquidität erstellen und verkaufen. Und ja, zumindest zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass sich der Markt auch hier in dieses Preisniveau auf alle Fälle mal stabilisiert, plus minus 5 Punkte. Okay, ich bin jetzt mit den Themen ehrlich gesagt durch. Dieser Absturz, den ich jetzt vorher gerade hatte, ich weiß nicht, woher der kommt, liegt meines Erachtens daran, ihr seht jetzt hier 1, 2, 3, 4, sagen wir 8 Einzelcharts und ich habe jetzt hier nochmal 5 so eine Fenster, 40, 50 Einzelcharts, weil ich offen habe, denke ich mal, dass daran liegt. Ich hoffe, ihr findet diese Tools interessant, also die Nachfrage danach ist wirklich groß und ich glaube, da ist auch für jeden was dabei. Wie gesagt, meine ehrliche Meinung habe ich geäußert. Wie gesagt, dass mir das jetzt hier ist ein bisschen mir too much. Vielleicht zu viel. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich jetzt hier beispielsweise, wie vorher erwähnt, diesen VWAP als Beispiel mega interessant. Und ja, das muss jeder eben für sich herausfinden, was er interessant findet und was nicht. Ja, Sebastian hat noch einen Punkt. Reicht ein i5 aus mit 8 GB RAM? Ich habe hier auf diesem Rechner auch, glaube ich, bloß 8 GB. Das reicht aber. Ja. Also ich sage mal, einer mit 4 GB, ich glaube, das wäre das Minimum. Wäre mir jetzt ein bisschen zu wenig. Aber wie gesagt, die ehrliche Antwort hier, wenn es um Performance geht, ist die, das ist mein Ersatzrechner, ist zwar ehrlich gesagt mit einer meiner besseren Rechner, bloß da mir gestern mein Laptop eben kaputt gegangen ist, ist der Rechner oder dieser NinjaTrader, den ich jetzt hier installiert habe, nicht sehr gut organisiert. Weil ich hier immer auch wieder mal was teste, wenn Kunden beispielsweise Fragen haben, dann schaue ich da auch wieder nach, installiere mal wieder irgendwas, lade hier mal wieder zigtausend an Daten rein, daher wundert mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht glaubt ihr mir jetzt auch, oder glaubt ihr mir auch, und das stimmt auch, dass Version 8 ist sehr, sehr stabil. Es gibt eine Aufzeichnung davon, du Alexander, du warst unter ja auch angemeldet, ihr werdet auch eine Aufzeichnung, einen Aufzeichnungslink bekommen.